Unser Projekt beschäftigt sich mit der Anaphon-Resolution in der deutschen Gebärdensprache. Wir untersuchen, ob sich Pronomen in der deutschen Gebärdensprache ähnlich verhalten wie in Lautsprache oder ob wir auch spezielle Prozesse finden, die wir so nicht in Lautsprache haben. We're looking at it from a rather fresh perspective, bringing together questions from linguistics and psychology. So we're taking an experimental approach to linguistic questions as part of the XPRAG program that the project is included in. So we predominantly use three methods. The first is the eye tracking technique, the second is the ERP methodology, and third we also analyze transcripts of narrations from native sign language users. Eine Besonderheit der deutschen Gebärdensprache ist, dass sie ganz effektiv den Raum vor dem Gebärdenden nutzt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Geschichte erzählen über zwei Personen, wird die eine Person auf der rechten Seite verortet, die andere Person wird auf der linken Seite verortet. Und im Laufe des Gesprächs können Sie durch Zeigen nach rechts und links immer wieder auf diese Person verweisen. Für das erste Experiment muss man noch hinzufügen, dass ich das Zeigen auf einen bestimmten Punkt nicht immer verwenden muss. Ich kann ihn auch weglassen und trotzdem wird dann bei Default werden Raumpunkte zugewiesen. Das geht nach automatischen Prinzipien. Und unsere Vermutung ist die, dass die erstgenannte Person auf die rechte Seite kommt, während die zweitgenannte Person auf die linke Seite kommen würde. Was wir dann als nächsten Schritt gemacht haben, ist, dass wir zusammen mit unseren gehörlosen Mitarbeitern 40 Beispielsätze uns überlegt haben, die wir dann aufgenommen haben und den Probanden dann im EEG-Experiment gezeigt haben. Schauen wir uns dazu zunächst mal ein einfaches Beispiel aus dem Deutschen an. Zum Beispiel, der Opa grüßt den Jungen, er raucht Pfeife. In diesem Beispiel ist nicht ganz klar, worauf sich das Pronomen er bezieht. Es könnte der Opa oder der Junge sein. Durch Pfeife rauchen ist allerdings relativ klar, dass es nur der Opa sein kann. Was wir jetzt in dem Experiment gemacht haben, ist, wir haben Sätze verwendet, in dem im ersten Satz nicht explizit auf einen Punkt gezeigt wird, sondern wir einfach nur den Opa und den Jungen einführen und in einem zweiten Satz, zum Beispiel durch Pfeife rauchen, einen ganz eindeutigen Bezug zu einer der beiden Personen herstellen. Und dann, je nachdem, wo ich im zweiten Satz hinzeige, erwarten, dass die Probanden den einen Satz als gut und den anderen, logischerweise, weil Jungen ja nicht Pfeife rauchen, als schlecht empfinden. Und diese Reaktion sollte sich im EEG niederschlagen, typischerweise durch ein Phänomen, was wir N400, eine Negativierung nach 400 Millisekunden nennen. Dieses Experiment ist für uns besonders wichtig, weil es ist ein Grundlagenexperiment, mit dem wir jetzt zeigen können, dass sich die Verarbeitung von Pronomen in Gebärdensprache genauso messen lässt wie in Lautsprache. Und darauf aufbauen, wenn wir jetzt eine ganze Reihe weiterer Experimente durchführen, unter anderem auch Eye-Tracking-Experimente. We've got numerous models that are talking about how spoken language processing works, but we've ignored a lot of these questions in sign language. And what our project is doing is taking these questions, these models that we have, and looking to see whether this can be extended to the sign language side as well, or whether we need to change our models in some way to be able to incorporate sign language processing into our understanding of how spoken language processing works. And that's what's fascinating for me. We're going to a completely different modality, looking to see how we can then bring this different modality into our models of spoken language processing.